Einen wunderschönen guten Tag, ihr Couchos, zu einer neuen Runde The Culling. Und ich bin stark verwirrt. Es ist ein neuer Patch draußen. Die Keldrops wurden genervt. Ah, hä? Ah, sie meinten... Oh, Gottes Willen, ey. Ja, jetzt... Okay. Um ganz kurz zu erläutern, warum bin ich verwirrt? Wahrscheinlich habt ihr es gesehen, ich spiele Team Battle. Und, ja, ihr habt erst keinen Namen da gesehen. Das heißt, ich dachte, ich wäre alleine. Das Problem ist, das dachte ich eben schon mal und dachte mir, ja, klasse. Weil das habe ich ja schon häufiger erlebt. Da geht man... Da spielt man Team Battle, ob jetzt mit Dalo oder anderen, und dann sind häufiger doch mal welche drin, die komplett alleine sind. Und das dachte ich eben, wäre mir passiert. Und was mache ich? Ich gehe natürlich aus dem Spiel raus. Ja, hätte ich mal gewartet. Ganz offensichtlich wäre mein Mate ja nachgejoint. Ja, neuer Patch. Was hat sich getan? Für die, die die Patch-Notes nicht lesen. An den Schusswaffen wurde nochmal ein wenig gearbeitet. Das heißt, die Sniper hatten noch einen stärkeren Zoom. Und, ja, die Sniper hatten noch einen stärkeren Zoom. Der Revolver ist ein wenig ungenauer geworden, glaube ich. Was haben wir denn noch alles? Das Ganze mit den Bögen wurde ein bisschen überarbeitet. Nicht vom Schaden her, aber vom Fang. So, weil man was... das Craften von Munition angeht, als auch das Verkaufen. In roten Kisten können keine T4-Waffen mehr drin sein. Wie sieht es eigentlich aus? Okay, eine volle Gruppe. Ne, ein Team fehlt, oder? Ne, eine Vollgruppe. Was macht mein Mate denn eigentlich da unten? Hallo? Ist das irgendwie ein Bot oder so? Ich glaube, wir haben einen Bot erwischt. Warum sollte der sonst auch You heißen? Was ist denn hier los? Hallo? Okay, ich laufe mal ein bisschen rum. Ja. Schon, geh mal wieder zu meinem Mate. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Ich bin nicht der, der hier die ganze Zeit rumgedümpelt hat. Was gab's sonst? Holy shit, ja, vor allem wurden Kaldrops genervt. Okay. Ich war eigentlich am Schubsen, also. Aua, nicht mich hauen. Da rechts oben wird auch noch gekämpft. Man kann irgendwie... Okay, der hat mich geblendet. Ja, Kaldrops wurden genervt, sie kosten mehr Fang und sie machen weniger Schaden. Beziehungsweise die Blutung wird einfach genervt. Ansonsten, irgendwie konnte man davor scheinbar auch nur 15 aufsammeln. Der ist doch schneller als ich. Irgendwas scheinen sie an der Ausdauer gemacht zu haben. Das? Ah,
Okay, den haben wir auch. Hier geht's irgendwie gut ab. Da waren eigentlich noch mehr. Machen wir eben einen Stein. So easy. Irgendwie ist das hier alles gerade... Ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu erzählen. Weil ich eigentlich hier die ganze Zeit am Kämpfen bin und ja, es tut mir leid, dass es hier gerade so chaotisch ist. Eigentlich hätte ich euch gerne ein bisschen was über den Patch erzählt. Aber ja, da komme ich gerade halt nicht zu. Wie gesagt, ansonsten war es das eigentlich auch schon fast. Die Snares wurden ein bisschen gebufft. Aber ansonsten, warum? Auf was? Oh ja. Okay, deine. Aber es leben auch noch voll viele. Gefühlt machen wir hier voll viel. Aber leben tun trotzdem noch relativ viele. Und es ist eindeutig ja kein Bot. Auch wenn ich das erst dachte, weil der stand so komisch rum und... Allerdings muss ich auch gestehen, ich habe noch nie Culling Bots gespielt, aber ich hab nie das Practice-Ding gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch an meine erste Folge erinnert. Ich weiß nicht, ob es bei Dalu vorher schon eine gab. Ich glaube... Bin ich mir gerade nicht sicher, ob Dalu vorher schon gespielt hatte oder ob Dalu vorher nur im Stream was gemacht hatte. Auf jeden Fall hatten wir ja... Habe ich meine erste Folge ja direkt mit ihm gespielt und er hatte mir alles erklärt, wie es funktioniert. Und entsprechend habe ich nie mit Bots gespielt. Aua, oh ja, jetzt kommen hier die T4-Menschen. Oh fuck, ich bin runtergefallen. Ja, ich befürchte aber, das wird eh nicht gut gehen. Okay, er kommt noch rüber und einer ist unten. Ja, 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 na. Das war bitter. Das war bitter. Schade, aber die Runde war an sich einfach so mega witzig, muss ich sagen. Mit Nate wird. Kommt aktuell weg, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie den laufen lassen werden. Egal, es war eine extrem schnelle Runde. Ich glaube, so eine schnelle Runde hatten wir noch gar nicht. Ja, ich würde sagen, damit lassen wir es. War eine meiner Meinung nach coole Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.